Nachdem mich 7 Leute die gleiche Frage gestellt haben, dachte ich, ich drehe ein Video dazu, sonst schreibe ich mir noch die Finger wund. Die Frage war, wie man so eine Windhorn-Jacke perfekt zusammenlegt, weil die Jacke doch ja sehr leicht und luftig ist und auch glatt. Und sobald man sie ja versucht zusammenzulegen, zerfällt sie sofort wieder in ihren Urzustand zurück. Und dafür habe ich jetzt die perfekte Anleitung für dich. Die Jacke ist leichter zusammengelegt, als ihr denkt. Als erstes nehmt ihr den Gummizug der Kapuze und zieht ihn ordentlich straff und versteckt ihn wieder in die Kapuze. Nehmt die äußersten Kanten der Jacke und legt sie zum Reißverschluss. Darauf wiederum die Ärmel. Und danach tut ihr von unten nach oben die Jacke einfach zusammenlegen, bis ihr oben an der Kapuze angekommen seid. Das sieht dann so aus. Aber jetzt ist es natürlich noch sehr lavete. Und jetzt tut ihr einfach das Äußere in die Kapuze reinstecken und seid somit auch schon fertig und könnt es quasi so in den Schrank legen, euch in die Tasche stecken und es gibt kein Knautschen mehr oder Auseinanderfallen und es ist ordentlich verstaut. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps ein bisschen das Leben versüßen und vereinfachen. Und für alle die, die die Jacke noch nicht haben, kann jetzt direkt hier auf meine Hand klicken und kommt zu meinem Testbericht, wo ihr seht, welche Farben es gibt und noch mehrere Bilder und Videos dazu. Wer es nicht abwarten kann, kann direkt auf die Jacke jetzt klicken, weil dann kommt ihr direkt zu Nike oder zu einem anderen Shop, wo sie sehr, sehr günstig meistens zu finden sind. Und wer beides schon hat, kann natürlich die Kommentarfunktion nutzen, um mir ein Feedback zu geben, wie euch der Tipp gefallen hat oder vielleicht habt ihr noch ein paar Zusatzinfos, was man noch machen kann. In diesem Sinne, seid Abonnent und folgt mir und habt viel Spaß mit diesem Video. Bis dahin, ciao, ciao.